Wir haben uns in den ganzen letzten Vorlesungen mit diesen endlichen Automaten beschäftigt und verschiedenen Arten, sie zu charakterisieren. Wir haben diese Klasse an Sprachen definiert, die regulären Sprachen, nämlich genau die Menge an Sprachen, für welche es jeweils einen endlichen Automaten gibt, der sie akzeptiert. Wir haben vieles über diese Automaten verstanden. Zum Beispiel wissen wir, dass die Menge der regulären Sprachen abgeschlossen ist unter lauter verschiedenen Operationen, Vereinigung, Schnitt, Konkatenation, Hüllenbildung und so weiter, Differenz. Wir wissen, dass bei endlichen Automaten Nichtdeterminismus, der so eine Art maximale Erweiterung dieser Klasse an Automaten ist, hin zu was, was physisch gar nicht realisierbar ist, eigentlich überhaupt nichts verändert, dass sie nämlich genau die gleiche Mächtigkeit haben. Und letzte Woche haben wir dann festgestellt, dass die regulären Ausdrücke, oder letzten Donnerstag, interessanterweise, die sie tatsächlich auf ihren Computern teilweise vielleicht benutzen, dass die genau äquivalent sind mit den regulären Sprachen. Und das gibt uns ein erstes Gefühl dafür, inwiefern diese endlichen Automaten beschränkt sind in ihrer Mächtigkeit. Es ist ja erstmal irgendwie intuitiv klar, dass wenn man eine Maschine hat, die endlich viele Zustände hat und durch ein endliches Wort durcharbeitet und dabei keinen Speicher benutzen kann, außer der Tatsache, dass sie endlich viele Zustände hat, dass die irgendwie eingeschränkt sein muss. Es muss bestimmte Dinge geben, die sie einfach nicht berechnen oder nicht erkennen kann. Und heute werden wir uns damit beschäftigen, inwiefern wir diese Intuition sauber quantifizieren können. Ob es uns möglich ist, sehr genau aufzuschreiben, inwiefern diese endlichen Automaten also beschränkt sind. Und die erste Art und Weise, wie ich das machen möchte, ist ein berühmtes Lemma, das immer in diesen Vorlesungen auftaucht, das sogenannte Pumping-Lemma. Das werden wir jetzt vor der Pause machen. Und dieses Lemma ist ein Beispiel für was, was vergleichsweise einfach zu beweisen ist und dann vergleichsweise schwer anzuwenden ist, wie Sie merken werden in dem zugehörigen Übungsblatt. Und der Beweis ist nachher so, werden Sie dann gleich sehen, dass wenn wir ihn durchführen, dass der Beweis ist auf eine Art so banal, dass man fast gar nicht merkt, dass man durch ihn durch ist. Aber er basiert auf einer Einsicht, für die es sich lohnt, mal kurz zu pausieren, die wir eigentlich schon letzte Woche gemacht haben. Wir haben letzten Donnerstag den Algorithmus von Clean benutzt, um zu zeigen, dass man jeden endlichen Automaten, also die Sprache eines endlichen Automaten, beschreiben kann durch einen regulären Ausdruck. Und zwar einen endlichen regulären Ausdruck. Dass er endlich ist, das haben Sie gesehen in dem Beweis, denn wir haben ihn wirklich konstruiert. Wir haben diesen erweiterten, nicht-deterministischen endlichen Automaten gebaut, der explizit durch das Rausrupfen von Zuständen, bis nur noch Anfang und Ende übrig sind, diesen regulären Ausdruck baut. Und weil es nur endlich viele Zustände gibt, ist nachher auch der reguläre Ausdruck endlich. Das heißt, wir wissen, dass die Sprache eines endlichen Automaten beschreibbar ist durch so ein Muster, ja, durch so ein Pattern, das man dann matchen kann, einen regulären Ausdruck. Und wie der genau aussieht, hängt natürlich davon ab, was der Automat ist. Deswegen kann ich nicht einfach den Ausdruck hinschreiben. Aber wir haben gemerkt, dass, naja, wegen der Struktur von regulären Ausdrücken, die halt immer so aussehen, dass sie irgendwelche Terme sind, die mit irgendwas vereint werden, wo irgendwas drinsteht. Und dann gibt es halt die Möglichkeiten, die man mit regulären Ausdrücken so bauen kann. Man kann vereinen, man kann konkatenieren und man kann die Hülle bilden, also den Stern irgendwo hinschreiben. Das heißt, im Allgemeinen sehen diese Ausdrücke immer irgendwie so aus und sie sind endlich groß. Und jetzt können wir uns fragen, inwiefern können wir überhaupt unendliche Sprachen darstellen durch solche Ausdrücke? Oder andersrum gesagt, wenn eine Sprache unendlich ist, was ja möglich ist, wir wissen ja, dass es reguläre Sprachen gibt, die unendlich sind, inwiefern ist die Tatsache, dass sie durch so einen endlichen Ausdruck beschreibbar sind, irgendwie beschränkend? Ja, und dabei fällt auf, dass, also das hier ist ja irgendwas sehr Endliches, Vereinigung ist auch irgendwie was sehr Endliches, wenn ich zwei endliche Mengen vereinige, kommt wieder was Endliches raus. Konkatenieren ist auch was Endliches. Wenn ich endliche Sachen hintereinander schreibe, sind sie immer noch endlich. Das einzige Art und Weise, wie ich was unendlich machen kann, ist diese Hüllenbildung. Das ist die Vereinigung. Das ist eine Vereinigung über unendlich viele Terme. Aber diese Hüllenbildung ist ja keine beliebige Unendlichkeit, sondern sie ist nur die Wiederholung von Dingen, die schon da sind. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, inwiefern endliche Automaten tatsächlich, ja, eingeschränkt sind in dem, was sie erkennen können. Nämlich, dass alle Worte, die in einer regulären Sprache sind,
solche Muster enthalten müssen, die zwar beliebig oft wiederholt werden können, die sich aber nicht verändern können von einer Wiederholung zur anderen. Macht diese Intuition irgendwie Sinn? Nicken Sie mal kräftig, wenn es da nicken ein paar. Das ist, ja, gut. Wenn Sie das verstanden haben, dann sind die nächsten 10 Minuten sehr einfach. Das ist nämlich einfach nur die Formalisierung genau dessen. Und diese Formalisierung nennt sich das Pumping-Lemma. Manchmal auch das Schleifen-Lemma auf Deutsch oder das UVW-Theorem. Sie werden gleich sehen, warum. Und sie sind vielleicht die bekannteste wichtige Charakterisierung von endlichen Automaten, auch wenn sie, wie wir gleich sehen werden, auf eine etwas nervige Art und Weise beschränkt sind. Sie sind nämlich nur eine notwendige Beschreibung von, eine notwendige Eigenschaft von regulären Sprachen. Da steht also dieser Satz, sei A, muss ich mit der Maus hier mal rumfahren, eine reguläre Sprache über dem Alphabet Sigma, dann, und jetzt kommt so ein ganz schrecklich technischer Satz, der aber genau das beschreibt, was wir gerade eben intuitiv verstanden haben. Dann gibt es eine natürliche Zahl N, so dass sich alle Worte in der Sprache, welche länger sind als diese Zahl N, zerlegen lassen in 3 Teilworte, X, Y, Z, oder je nachdem, wie man das Theorem hinschreibt, manchmal auch U, V, W, deswegen heißt das Theorem so, X, Y, Z aus der klinischen Hülle, so dass Folgendes gilt. Erstens, und das ist die entscheidende, der operative Teil, für beliebige Wiederholungen I ist das Wort X, Y hoch IZ auch in der Sprache. Das heißt, wenn ich mehrere Ys hintereinander hänge, dann bleiben wir immer in der Sprache. Zweitens, dieses Ding, was da wiederholt wird, ist nicht leer, also da ist was Echtes, was wiederholt wird. Und dieses Präfix XY ist höchstens von der Länge N. Und warum heißt das Ganze jetzt Pumping-Lemma, Pump-Lemma oder Schleifen-Lemma? Naja, weil es sagt, dass wenn eine Sprache unendlich groß ist, zunächst mal halten wir vielleicht mal fest, wenn eine Sprache endlich groß ist, dann gilt diese Aussage sowieso. Ja, trivial. Denn dann wählen wir einfach N so, für so lang wie das längste Wort und dann ist die Aussage dahinter egal. Ja, weil dann gibt es einfach keine Worte, die länger sind als N. Also stimmt natürlich die Aussage. Eine Aussage über eine leere Menge ist immer irgendwie richtig. Ja? Das ist langweilig. Aber für Sprachen, die unendlich groß sind, ist es so, dass alle Worte in der Sprache beschreibbar sind durch eine Art von Muster, die in den ersten N-Schritten auftauchen muss, die also in dem endlichen Teil, sage ich mal, des Wortes irgendwo am Anfang stehen muss und die ich dann beliebig oft wiederholen kann. Da gibt es irgendeinen Term, Y, den man beliebig oft hintereinander legen kann. Man kann also eine Schleife durchlaufen. Oder auch, man kann auch sagen, man kann ein endliches Wort nehmen und das Wort aufpumpen, indem man irgendeinen Teil davon immer wieder hintereinander klebt. Deswegen Pump-Lemma, weil man damit einen Ausdruck aufpumpt. Ja, in Grau sehen Sie da einen Satz, eine Art, das zu übersetzen. Ne? Unendlich lange Programme, unendlich lange Wörter, die von endlichen Automaten erkannt werden, also Wörter in einer Sprache, die von einem endlichen Automaten erkannt werden, welche unendlich lang sind, müssen immer irgendwo Schleifen enthalten. Und der wichtige Satz, der dann immer, das ist das, was Sie in Zukunft dann auswendig wissen, wenn Sie jemand fragt über das Pumping-Lemma in irgendeinem Bewerbungsgespräch oder irgendwann später mal, wenn Sie mal tatsächlich Theorie machen, ist dieser letzte, das Pumping-Lemma ist ein notwendiges Kriterium. Da oben steht also, sei IA eine reguläre Sprache, dann gilt. Wenn dann, wenn regulär, dann. Da steht nicht, A ist eine reguläre Sprache, genau dann, wenn Folgendes gilt, sondern nur, wenn sie regulär ist, dann gilt. Das heißt insbesondere, wir können nicht die Tatsache, dass eine Sprache diese Eigenschaft hat, benutzen, um zu zeigen, dass die Sprache regulär ist. Der Pfeil zeigt nicht in die andere Richtung. Ja, wenn regulär, dann gilt diese Eigenschaft. Nicht, wenn diese Eigenschaft gilt, dann ist die Sprache regulär. So. Und jetzt habe ich den Satz hingeschrieben, jetzt müssen wir ihn beweisen. Die erste Beweisidee haben Sie gerade eben schon irgendwie gesehen. Die habe ich hier vorne so hingemalt bei diesen regulären Ausdrücken. Das ist natürlich noch kein sauberer Beweis, aber er gibt uns eine Intuition dafür, was wir da versuchen zu bauen. Wir wissen, dass alle regulären Sprachen darstellbar sind durch reguläre Ausdrücke. Und reguläre Ausdrücke, wenn sie unendlich lange Wörter erkennen, haben immer irgendwo drin so ein Muster, das wiederholt wird.
Und dieses Muster müssen wir jetzt irgendwie finden, darstellen können. Wir könnten das jetzt versuchen, über den Algorithmus von Clean zu machen, also diesen Automaten bauen, der die regulären Ausdrücke darstellt. Und dann können wir gucken, wo denn jetzt dieses Muster steht, wo da ein Stern auftaucht. Und dann haben wir dieses Muster, aber wir haben natürlich das dann nicht irgendwie explizit in dieser Form dastehen. Ja. Stattdessen werden wir das über den Automaten direkt machen. Und das schreibe ich jetzt erstmal als Beweis auf, als Beweisidee da. Hier ist es, und dann machen wir das nachher nochmal sauber als Beweis. Die Idee ist, jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, das ist so banal, dass es fast schon wieder irgendwie plötzlich vorbei ist und man hat gar nicht gemerkt, was los ist, deswegen mache ich es schön langsam. Eine reguläre Sprache zu sein, bedeutet, dass es einen endlichen Automaten gibt, welcher sie erkennt. Insbesondere einen deterministischen endlichen Automaten. Deterministische endliche Automaten haben, wie der Name schon sagt, endlich viele Zustände. Das heißt, für jede Sprache, auch eine, die unendlich viele Wörter hat, gibt es einen endlichen Automaten und der hat eine bestimmte Anzahl Zustände. Sagen wir mal n Zustände. Und jetzt, wenn wir jetzt über eine Sprache sprechen, die unendlich viele Wörter hat, dann gibt es also Wörter, die länger sind als die Anzahl der Zustände des Automaten. Die Länge des Wortes ist also m größer als n. Ja, oder einfach die Länge des Wortes ist größer als n. Dann heißt das, wenn der Automat dieses Wort verarbeitet, dann muss der ja, er ist deterministisch, ne, in jedem Schritt einen Übergang machen. Jedes Mal, wenn er ein Zeichen verarbeitet von dem Wort, macht er einen Übergang zu einem Zustand. Entweder dem, in dem er gerade ist, oder einen anderen. Und wenn er dann dieses Wort verarbeitet hat, dann hat er also mehr Übergänge gemacht, als er Zustände hat. Und das bedeutet notwendigerweise, dass er in einem Zustand, mindestens einen Zustand, mehr als einmal gewesen sein muss. Das heißt, in dem Prozess des Verarbeitens dieses Wortes hat er irgendeinen Pfad genommen durch den Zustandsraum und ist dann zurückgekommen zu dem Anfangspunkt dieses Pfades und danach hat er weitergemacht, im allgemeinen Fall. Und dieser Weg hier drin, diese Schleife in dem Durchlaufen des Zustandsraums, den kann er natürlich nochmal machen. Und damit haben wir genau die Eigenschaft gezeigt. Diese Art von Beweis basiert auf der ganz zentralen Einsicht, dass wenn man eine Menge von Größe S an Objekten auf eine andere Menge von Größe n abbildet, sodass S größer als n ist, dass dann in der Bildmenge mindestens einen der Elemente aus der kleineren Menge mehrere Elemente aus der größeren Menge zugewiesen werden müssen. Dieses Prinzip nennt man Schubfachprinzip, auf Englisch auch Pigeonhole Principle, aber das ist mal ein Beispiel, wo das deutsche Wort vor dem Englischen kam. Dieser Begriff geht nämlich zurück auf Peter Gustav Lejeune Dirichlet, deutsch-belgischer Mathematiker, der stammt aus einer Familie, die dem, ich glaube, belgischen, deutsch-belgischen Ort Lüttich stammt. Deswegen heißt er so, der Junge aus Lüttich, Dirichlet. Eigentlich Statistiker. Und er hat verschiedene Beweise auch über Zahlentheorie gemacht und da stand in einem Text 1834, schreibt das im ersten Mal auf Deutsch, über das Schubfachprinzip. Wenn ich S-Objekte habe, die ich auf n Schubfachfächer verteile und es gibt weniger Schubfächer als Objekte, dann muss ich in mindestens eins der Schubfächer mehr als ein Objekt legen. Oder umgekehrt, wenn ich mehr Schubfächer als Objekte habe, dann gibt es mindestens ein Schubfach, das nachher leer sein wird. Oder, wenn Sie es auf schlau sagen möchten, zwischen zwei Mengen unterschiedlicher Größe, zwischen einer großen Menge und einer kleineren Menge gibt es keine injektive Abbildung. Oder zwischen einer kleinen Menge und einer großen Menge gibt es keine subjektive Abbildung. Ist diese Aussage jedem klar? Okay, gutes Nicken. Wenn sie Ihnen nicht klar ist, überlegen Sie mal ganz kurz, wie Sie die beweisen würden. Das ist so ein bisschen so, wie wenn Sie Algebra 1 machen, so Peano-Axiome, da müssen Sie irgendwann zeigen, dass 1 und 1 ist 2. Und dann sagen Sie, warum soll ich Ihnen das zeigen? Das ist ungefähr genauso. Wie zeigt man denn, dass das gilt? Das ist völlig offensichtlich, ne?
überlegen Sie sich selber. Ne? Also der Beweis läuft über einen Widerspruch. Sie können ja mal, wenn es Ihnen langweilig ist, während der nächsten zwei Slides überlegen, wie man diesen Beweis führt. So, das ist die Idee. Jetzt machen wir es einmal sauber. Aber das Saubere ist wirklich nur genau das zu übersetzen, was da steht. Also, hier ist das Lemma noch einmal sauber. Sei M ein deterministischer endlicher Automat, welcher eine Sprache erkennt. A, diese Sprache ist dann ein Element aus den regulären Sprachen. Wir wählen die Zahl n gleich der Anzahl der Zustände dieses Automaten. Und jetzt nehmen wir an, es gäbe ein Wort in der Sprache, welches eine Länge hat, die größer ist als n. Wenn es kein solches Wort gibt, dann gilt, wie gesagt, das Schleifenlemma sowieso, das Pumpinglemma. Wenn es so ein Wort gibt, das länger ist als die Anzahl der Zustände des Automaten, dann betrachten wir die Folge der Zustände, durch die der Automat geht, während er das Wort verarbeitet. Wir nennen diese Folge der Zustände R0, R1, R2 und so weiter. Die Zustände heißen nicht R0, R1, R2, sondern R0, R1, R2 ist die Folge der Zustände. Das ist so eine Art Indexset, Indizierung in die Zustandsmenge rein. Also R0 ist Q0, R1 könnte Q5 sein, R2 könnte Q8 sein und so weiter. Dann muss es nach dem Schubfachprinzip unter den ersten n plus 1 Zuständen mindestens einen Zustand geben, der mindestens zweimal erreicht wird. Nennen wir den mal, diese beiden Punkte, wo der erreicht wird, Ri und Rj. Dann können wir die Sequenz des Verarbeitens durch dieses Bild darstellen. Ja, diese Sequenz von, wir fangen in Q0 an, das ist Element 0 dieser Folge. Dann lesen wir den ersten Buchstaben ein, enden in Zustand R1. Lesen den zweiten Zustand ein, enden in Zustand R2 und so weiter. Bis zum Zustand Ri oder zum Punkt Ri. Dann lesen wir weiter und landen im Punkt Rj. Und wir wissen jetzt nach Annahme, dass Ri und Rj identische Zustände sind. Dann können wir diese Teilsequenz S1 bis Si, die nennen wir X. Si plus 1 bis Sj nennen wir Y. Und danach, was danach weiterkommt, nennen wir Z. Dann sehen wir jetzt, wenn wir kurz mal überlegen, was stand in diesem Theorem genau drin. Wir haben gesagt, es gibt eine Zahl n, wir haben diese Zahl n gewählt, so dass für alle Wörter, die größer sind als n, gilt, dass sie sich zerlegen lassen in diese drei Teilworte, so dass die ersten beiden Teilworte zusammen kürzer sind als n. Das ist die Annahme, ne? Unter den ersten n plus 1 Zuständen. Also dieser Teil von hier bis da ist ja nur n lang, höchstens. Und zweitens, dieser Teil ist nicht leer, denn wir gehen ja davon aus, dass es muss ja in diesen mindestens eingeben, der mindestens zweimal erreicht wird. Das heißt, hier dazwischen passiert was. Y ist nicht leer. Und jetzt ist klar, dass wenn wir hier diesen Teil wiederholen, nochmal hinten dran kleben, dann muss der Automat ja nach seiner Übergangsfunktion genau das Gleiche nochmal machen und wieder im gleichen Zustand enden. Und das bedeutet, dass dieses Wort notwendigerweise auch zum Endzustand führt. Ist das klar? Oh, da nicken gar nicht mehr so viele. Ja. So, jetzt muss ich aufpassen, was Sie gesagt haben. Sie sagen, was wäre, wenn man es in 5 Worte zerlegen könnte? Oder in 4, also da, wo man einfach 2 Schleifen drin hat, wenn man mit einer Schleife quasi einen Teil über n rausrechnet, aber der Rest ist immer noch größer als n. Also, das Lemma schließt das nicht aus, dass das unter Umständen möglich sein kann. Es sagt nur, dass dieses Muster immer existieren muss in regulären Sprachen. Also es kann sein, insbesondere, dass hier drin noch eine weitere Schleife liegt. Dann könnten wir das Wort zerlegen in 5 Teilworte. Aber das würde diese Aussage nicht verändern. Ja, wir könnten trotzdem diese äußere Schleife laufen. Wenn Sie ein Computerprogramm haben, das genestete Schleifen hat, dann haben Sie insbesondere auch die äußere Schleife. Ja, und Sie können die äußere Schleife mehrfach kopieren, dann läuft die innere Schleife halt so viel öfter durch. Ja.
Warum können wir den Loop nicht auch auf x anwenden, ist die Frage, weil in diesem Beweis wir konnten uns nicht so konstruieren, dass das und dieser Zustand identisch sind. Na, das können wir einfach aus der Konstruktion nicht annehmen. Denn R0 ist ja nur der erste Zustand, der Startzustand des Automaten. Und wenn ich jetzt diesem Wort folge bis hierhin, dann ist dieser Zustand ist ein anderer im allgemeinen Fall als der. Ja, wir können dazu, um das machen zu können, müssten wir wissen, dass nach n plus 1 Schritten der Automat mindestens zweimal im Startzustand war. Dann ginge das. Aber das können wir ja nicht annehmen. Ne? Wir können ja problemlos einen Automaten bauen, der aus dem Startzustand rausgeht und dann nie wieder zurückgeht zum Startzustand. Deswegen funktioniert dieser Schritt nicht. Danke für diese Fragen, das hilft sehr weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt kurz diesen Moment nutzen, um sie alle mitzunehmen. Ja? Das ist das gleiche N, also Ihre Frage für alle anderen ist, in dem Theorem steht drin, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zum Theorem, dass die Länge dieses Wortes kleiner gleich N sein muss. Ja, der Satz sagt, es existiert ein N, ne? So dass diese Zerlegung gilt und dieser erste Teil, der bis zum Beginn der bis zum ersten Durchlaufen der Schleife, dass der höchstens N lang ist. Und Ihre Frage ist jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, gilt es denn hier? Und hier ist wichtig, dieses oben, das hier steht, es gibt ein N. Es ist nicht, das ist irgendwas ganz Bestimmtes, sondern einfach nur, es gibt eins. Und wir haben jetzt in dem Beweis eins konkret gebaut, nämlich genau die Zahl der Zustände von N. Ja, und wir zeigen jetzt, dass sogar die funktioniert. Das ist quasi doch was Stärkeres, wenn Sie wollen. Ja, wir sagen sogar, es ist nämlich genau die Zahl der Zustände, die gilt auf jeden Fall. Ja, es könnte übrigens natürlich sein, dass es noch ein kleineres N gibt, aber es reicht uns ja, eins zu finden. Der Satz sagt ja nur, es gibt eins. Und jetzt sehen wir, dass wenn Sie mal kurz überlegen, wie lang diese Sequenz ist. Na, hier steht, unter den ersten n plus 1 Zuständen, also von hier bis da sind es n plus 1 Zustände. Und das bedeutet, der rote Teil über den Pfeilen, das sind genau n Terme. Höchstens. Ja, also wir sagen ja hier, unter den ersten n plus 1 muss es mindestens einen geben, der mindestens zweimal vorkommt. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das hier der n plus erste Schritt ist. Deswegen ist diese Sequenz von den S'en genau n oder höchstens n lang. Und deswegen erfüllt sie genau diese Eigenschaft. Und sie ist auch, das y ist auch mindestens von Länge 1, denn sonst würde ja genau dieser Satz nicht gelten, ja, dass dieser Zustand mindestens zweimal erreicht wird und nicht nur einmal. Okay? Jetzt nicken ein paar mehr. Jetzt gehe ich nochmal eins weiter und zeige Ihnen jetzt nochmal die Aussage in einer Zeile. Dadurch wird sie nicht unbedingt lesbarer, aber sie ist zumindest kompakt. Also, das Pumping-Lemma sagt, dass es eine notwendige Eigenschaft von regulären Sprachen gibt. Das heißt, jede reguläre Sprache hat diese Eigenschaft. Aber wenn wir die Eigenschaft finden in der Sprache, heißt das nicht, dass die Sprache regulär ist. Darüber werden Sie auch in den Übungen nochmal sprechen, glaube ich. Und hier oben steht jetzt in der ersten Zeile steht die Aussage einmal, so in Aussagenlogik einmal sauber hingeschrieben. Wenn eine Sprache regulär ist, also wenn A in Reg, dann gilt Folgendes, Pfeil nach rechts. Es gilt nämlich, es existiert eine natürliche Zahl, so dass alle Worte in der Sprache, welche länger sind als diese Zahl, die Eigenschaft haben, dass sie zerlegbar sind in drei Teilworte x, y, z. Also es existiert ein x, y, z, so dass das y nicht leer ist, x, y kürzer oder höchstens die Länge n ist, kürzer ist als oder höchstens die Länge n hat, und es für alle natürlichen Zahlen i gilt, dass das aufgepumpte Wort, das um Faktor i in der Länge y aufgepumpte Wort immer noch in der Sprache ist. Der Satz noch einmal. Und Sie haben jetzt mehrere verschiedene Arten darüber nachzudenken. Die erste Art darüber nachzudenken ist, ja, das hat irgendwas damit zu tun, dass diese Sprache durch einen regulären Ausdruck beschrieben wird. Und dieser reguläre Ausdruck enthält irgendwo so eine klinische Hülle, irgendwo einen Stern, im allgemeinen Fall, wenn die Sprache unendlich groß ist.
Und dieser Sternausdruck, das ist genau das Y da drin, was man pumpen kann. Eine andere Art darüber nachzudenken ist, Sie haben so einen endlichen Sack an Zuständen, der Automat arbeitet, indem er zwischen diesen Zuständen rumläuft. Und wenn er ein Wort verarbeitet, das länger ist als die Anzahl der Zustände, dann muss er irgendwann an mindestens einem Zustand zweimal vorbei. Und wenn er das gemacht hat, dann hat er eine Schleife gemacht. Und diese Schleife kann ich einfach nochmal durchlaufen und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann geht es immer so weiter. Und was machen wir jetzt damit? Naja, es ist eine notwendige Eigenschaft der Sprache, der regulären Sprache. Das heißt, wir können damit nicht zeigen, dass eine Sprache regulär ist. Ja? Denn es gibt ja auch, also es könnte ja auch nicht reguläre Sprachen geben, welche die Eigenschaft haben, dass sie pumpbar sind. Was wir aber zeigen können, ist, dass eine Sprache nicht regulär ist, wenn sie die notwendige Eigenschaft nicht hat. Macht das Sinn? Ja, wir haben, wenn regulär, dann gilt. Und jetzt können wir es also umdrehen und sagen, wenn das nicht gilt, dann kann die Sprache nicht regulär sein. Das nennt man in der Logik auch Modus Tollens. Ne? Der Modus des Zurückschließens, des Gegebenen. Nicht des Einsetzens, sondern des Zurückführenden. Okay, das heißt, wie benutzen wir das also? Ne, wir machen, statt zu zeigen, aus A folgt B, zeigen wir, dass aus nicht B nicht A folgt. Macht das, zunächst mal, bevor wir da reingehen, macht das Sinn? Sie wissen alle, dass diese beiden Aussagen äquivalent sind. Ne? Aus A folgt B ist das gleiche wie aus nicht B folgt nicht A. Okay, gut, da gibt es ein paar Daumen drauf. Gut, und jetzt müssen wir, das machen wir jetzt mal, und dazu müssen wir halt ein bisschen mehr nachdenken, weil diese Ausdrücke sind ja gar nicht so einfach. Sowas zu verneinen ist ein bisschen Arbeit. Sie erinnern sich aus Ihrer Logikvorlesung oder aus den einführenden Mathematikvorlesungen, solche Aussagen, logischen Formeln, die verneint man, indem man die Quantoren immer umdreht. Ja, also aus jedem existiert wird ein für alle und aus jedem ist in wird ein ist nicht in oder beziehungsweise wir drehen alle Quantoren um und dann verneinen wir alle Aussagen innerhalb der Klammern, wenn Sie so wollen. Und das habe ich hier mal gemacht. Also dass die Verneinung von dieser Aussage, von der es gibt ein N, sodass für alle S mit dieser Eigenschaft diese Zerlegung existiert, die diese Eigenschaft hat, ist die Verneinung für alle beliebigen natürlichen Zahlen N, die Verneinung von dem Teil, existiert ein Wort, mindestens ein Wort, das diese Eigenschaft hat, ja, also von Länge größer n, so dass der Teil da verneint ist, das heißt, für alle beliebigen Zerlegungen x, y, z mit dieser Eigenschaft, also Länge von y größer 0, x und Länge von x, y kleiner gleich n, es mindestens ein i geben muss, so dass, wenn wir um die Wiederholungszahl i pumpen, das entstehende Wort nicht mehr in der Sprache ist. Und wenn wir das zeigen können, diese Eigenschaft, dann können wir zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist. Und das ist genau die Art und Weise, wie man das Pumping-Lemma benutzt. Und das machen wir jetzt einmal anhand dieser elementaren Sprache, über die wir schon ein paar Mal jetzt gesprochen haben, die immer verwendet wird für dieses Beispiel, nämlich die Sprache L von der Aneinanderreihung von der gleichen Anzahl von Nullen und Einsen. Können Sie das lesen? Auch ganz hinten? Ja? Super. Ha, großartig. Diese Sprache ist ein Spezialfall von diesem Klammerproblem. Letzte Woche Donnerstag habe ich Ihnen erzählt, ne, ich hatte dieses Problem mit meinem LaTeX-Code. Da habe ich so einen Befehl drin, der besteht aus irgendeinem Befehl, den man einfach matchen kann. Und danach kommt eine geöffnete Klammer und dann irgendwann wieder eine geschlossene Klammer. Den würde ich gerne finden, diesen Ausdruck, und dann ersetzen durch irgendwas. Das Problem ist aber, dass in dem Text, der in der Klammer drinsteht, noch eine beliebige Anzahl von richtig gesetzten, geöffneten und geschlossenen Klammern stehen kann.
Ja, also weil da drin steht halt irgendein valider LaTeX-Code und da können also beliebig viele Klammern auf- und zugehen. Wenn diese Klammern alle schön miteinander genestet sind und nicht auf, zu, sondern nur auf, zu, sind als Muster, dann sind sie von diesem Typ. Ja, also diese Sprache ist quasi ein Spezialfall von dieser Klammersprache. Wir werden noch mehr über diese Klammersprachen sprechen, Donnerstag. Die haben sogar einen richtigen Namen. Aber das hier ist quasi ein Spezialfall davon, dass die Zahl, die Menge der Worte, die aus der gleichen Anzahl Nullen wie Einsen bestehen, also aus der gleichen Anzahl Klammer auf wie Klammer zu, die aber direkt nacheinander folgen. Ja, also auf, zu. Macht das Sinn? Und der Gag ist, dass n einfach nur eine natürliche Zahl sein muss, vielleicht auch die Null insbesondere, und wir keine obere Schranke haben dafür. Wir wissen nicht, wie viele solche Klammern da kommen können. Frage. Sehr schön. Sie sagen, es könnte ja sein, dass ich so eine Sprache auch irgendwie noch bearbeiten könnte, indem ich zwei Schleifen baue. Die erste zählt die, nimmt all die Nuller weg und die zweite nimmt all die Einser weg. Ja? Und diese Intuition ist, es gibt glaube ich zwei Möglichkeiten, Ihre Intuition zu beantworten. Die eine ist, diese beiden Schleifen müssten miteinander kombiniert sein. Die müssen irgendwie so eine oben drüber so eine Kontrollstruktur haben, die dafür sorgt, dass die beiden Schleifen gleich oft durchlaufen werden. Und das geht eben nicht. Die haben wir nicht, da brauchen wir einen Speicher dafür. Wir müssen irgendwo mitschreiben, wie oft wir schon durchgelaufen sind. Und den haben wir nicht in dem endlichen Automaten. Die andere Art, darüber nachzudenken, ist, dass dieses für alle Wörter von Größe, Länge größer n gibt es dieses xy kleiner n. Die ist wichtig für die Struktur des Pumping-Lemmas. Denn die sagt nämlich halt, in diesen ersten n-Zuständen, den du arbeitest, kannst du nur irgendwas aufbauen, aber danach hast du nichts mehr übrig, um noch was Neues zu machen. Und diese zweite Schleife müsste quasi in dem hinteren Teil passieren. Und der liegt ja außerhalb dessen, was wir im Zustandsraum erreichen können. Ja. Übrigens, genau so läuft jetzt auch der Beweis. Deswegen machen wir den jetzt auch. Das ist genau das, was Sie sich vorstellen können. Ne? Wenn hier vorne mehr als Anzahl Zustände Nuller stehen, dann haben wir keine Möglichkeit, dem Automaten zu sagen, wie oft wir da schon durchgelaufen sind. Und deswegen kann er nachher, wenn er an die Einser kommen, nicht mehr checken, ob es gleich viele sind. Das ist das Problem mit dem Fehlen von Speicher. Das ist eigentlich ja die elementare Aspekt von den endlichen Automaten, ist, als wir alle verstehen, Computer brauchen Speicher. Ohne Speicher geht es nicht. Ja, wir könnten nicht, ohne dass wir da irgendwo Memory haben auf unseren Maschinen, ob es eine Festplatte oder ein RAM ist, wird es nicht funktionieren. Wir müssen was Mächtigeres bauen, machen wir dann nächste Woche. Okay, so, jetzt habe ich dieses Ding einmal hingeschrieben. Wie benutzt man jetzt hier dieses Schleifenlemma? Jetzt machen wir es einmal als Beispiel. Und Sie werden diese Aufgabe natürlich als, also eine Variante davon als Übungsaufgabe kriegen. Vielleicht kommt es auch in der Klausur dran, das ist eine beliebte Frage. Schauen wir einmal, wie man das macht. Ich habe hier oben drüber noch einmal den Satz von der Slide davor hingeschrieben. Also das, was wir benutzen müssen, um zu zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist. Und das versuchen wir jetzt also. Wir versuchen jetzt zu zeigen, dass diese Sprache nicht regulär ist. Übrigens, ich habe jetzt hier n in natürlichen Zahlen geschrieben. Letztens kam schon mal jemand, hat mich gefragt, ob bei mir in den natürlichen Zahlen immer die 0 mit drin ist oder nicht. In diesem Fall ist völlig egal. Beide Sprachen, ob mit oder ohne die 0, sind nicht regulär. Also, wurscht. Ja? Und wie machen wir das? Ja, jetzt gehen wir da oben durch, schauen immer bei den roten Punkten. Na, sehen Sie, dass das rot ist? Vielleicht auch nicht. Ist ein bisschen dünnes, dunkles Rot. Gehen wir durch diese Quantoren durch und machen dafür jeweils einen Schritt. Jeder dieser Pfeile ist einer dieser Quantoren. Um zu zeigen, dass diese Sprache nicht regulär ist, müssen wir zeigen, dass für alle n in n, also betrachte ein beliebiges n in n, es muss ja für alle funktionieren, gilt, dass es ein Wort gibt, das wir finden müssen, welches eine bestimmte Eigenschaft hat. Und das ist der ganze Hebel, wenn Sie solche Beweise führen. Wir wählen hier insbesondere das Wort 0 hoch n, 1 hoch n. Dieses Wort enthält zwei n Buchstaben, das heißt, es ist länger als n. Und damit erfüllt es genau die Eigenschaft, die wir brauchen. Es existiert ein Wort, welches länger ist als n. Und jetzt müssen wir zeigen, dass für dieses Wort
egal wie wir es zerlegen, ja, also für alle Zerlegungen x, y, z, sofern y endlich ist, also nicht leer, und die Länge von dem Präfix xy höchstens n ist, wir dieses Wort nicht pumpen können. Ja, also dass wir ein i finden, sodass xy hoch iz nicht mehr in der Sprache ist. Und in diesem Fall geht es sehr einfach, deswegen wird das immer als Beispiel genommen, denn nehmen wir mal, jetzt haben wir dieses Wort gewählt, ja, wir haben also 0 hoch n, 1 hoch n. Wenn Sie eine beliebige Zerlegung dieses 0 hoch n, 1 hoch n in Teilworte x, y, z machen, so dass x, y kürzer ist als n, also höchstens von Länge n ist, dann ist ja klar, dass nach Konstruktion y ausschließlich Nuller enthält. Ist das klar? Ja, wenn ich ein Wort, wenn ich das Wort 0 hoch n, 1 hoch n habe und jetzt nach allen möglichen Zerlegungen suche, in denen x, y von höchstens Länge n ist und y nicht leer, dann ist in dem y sind nur Nuller drin, weil wir ja in den ersten Teil des Wortes von Länge n schauen. Und deswegen ist jetzt jedes beliebige Pumpen dieses Wortes, außer mit i gleich 1, schmeißt dieses Wort raus aus der Sprache, ja? Weil danach haben wir mehr Nuller als Einser und damit ist sie nicht mehr in der Sprache drin. Und ja, mit i gleich 1 geht's. Aber das reicht nicht, denn das Theorem sagt, es existiert ein i. Das heißt, ich kann schon ein einziges finden, zum Beispiel i gleich 2, mit dem diese Eigenschaft gezeigt ist, und dann sind wir fertig. Das heißt, wir wissen jetzt, diese Sprache, nämlich der Spezialfall der sauber ineinander geschachtelten Klammern, ist nicht eine reguläre Sprache, ist also nichts, was ein endlicher Automat erkennen kann. Und damit ist klar, dass ich gar nicht erst versuchen brauche, mein LaTeX-Makro mit einer Regex zu fixen. Geht nämlich nicht. Zumindest nicht für diese Sprache mit einem beliebigen n aus den natürlichen Zahlen. Wenn ich natürlich wüsste, dass in meinem Code höchstens 5 aufeinanderfolgende geschachtelte Klammern vorkommen, dann kann ich es mir nochmal neu überlegen. Aber wenn ich nicht weiß, wie viele da einander geschachtelt sind, vielleicht auch 6, 7, 8, 9, 10 oder eine beliebige Zahl, dann habe ich Pech gehabt. Dann muss ich mir was anderes überlegen als einen regulären Ausdruck. Also, letzte Slide zu diesem Thema. Dann gebe ich Ihnen eine Pause, nochmal eine Zusammenfassung. Ah, geht das gerade wieder aufgewacht? Ah, tja, gutes Timing. Also, die wichtigste Eigenschaft dieses Pumping-Lemmas, dieses Schleifen-Lemmas, dass man also eine bestimmte Struktur in regulären Ausdrücken benutzt, ist, dass es eben eine notwendige Struktur in regulären Sprachen oder regulären Ausdrücken, die ja das Gleiche sind, benutzt oder identifiziert. Und das heißt, wir können es nicht benutzen, um zu zeigen, dass eine Sprache regulär ist. Wir können es nur benutzen, um zu zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist, dass sie also außerhalb von Reg liegt. Indem wir nämlich zeigen, dass sie diese Eigenschaft nicht hat. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Sie mit in die Pause nehmen können, ist die Sprache, die Sie schon aus dem aktuellen, also dem Sie gerade abgegebenen Übungsblatt kennen. Das ist nämlich die Sprache der Wörter W über dem in binären Alphabet, welche die Teilstrings 0,1 und 1,0 gleich oft enthalten. Diese Sprache, das haben Sie gezeigt auf dem Übungsblatt, ist regulär. Sie haben nämlich dafür den endlichen Automaten gebaut, der diese Sprache erkennt. Ja, okay, auf dem Blatt hießen die nicht 0 und 1, sondern A und B. Okay, ich hoffe, diese mentale Übertragung können Sie selber machen. Deswegen wissen wir, dass diese Sprache regulär ist. Ja? Und das ist ja irgendwie interessant, weil die sieht ja so ein bisschen so aus wie diese. Aber es ist eine völlig andere Situation. Und wenn Sie sich Ihrem Gehirn auf die Sprünge helfen wollen, das Pumping-Lemma zu verstehen, dann ist es jetzt eine gute Gelegenheit, in der Pause darüber, oder nachher, nach der Vorlesung, darüber nachzudenken, warum Sie auf diese Sprache dass diese Art des Pumping-Lemmas, also das, ne, diese Verwendung des Pumping-Lemmas, nämlich dieses zu zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist, nicht anwenden können. Warum das nicht funktioniert, obwohl diese Sprache unendlich groß ist und unendlich viele Worte enthält. Jetzt machen wir erstmal 10 Minuten Pause. Außerdem gab es eine super gute Frage während der Pause, die ich gerne direkt aufgreifen möchte, weil sie eine tolle Überleitung ist zum zweiten Teil der Vorlesung. Gehen wir nochmal kurz zurück zu dem Beweis des Pumping-Lemmas.
Nehmen wir mal den hier. Hat jetzt jemand gefragt in der Pause? Also wir wissen jetzt nach diesem Beweis, dass in diesem Teil der Verarbeitung des Wortes, also in den ersten n plus 1 Schritten, in denen n Buchstaben verarbeitet werden, dass wir da einen Zustand, mindestens einen Zustand finden im Automaten, der mindestens zweimal erreicht wird. Heißt das jetzt, dass in diesem Z nur noch Zustände sind, die wir schon in dem ersten Teil des Wortes gesehen haben? Genau. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass dieser komplette erste Teil, diese ersten n plus 1 Schritte, dass die ausschließlich aus dem ersten Zustand bestehen. Ja, das kann ja durchaus sein. Wir könnten einen Automaten haben, der einfach Ewigkeiten in diesem ersten Zustand rumspringt und dann erst danach in dem Z-Teil in die ganzen anderen, was weiß ich, 1000 Zustände übergeht, die dann noch dahinter sitzen. Und in denen könnte ja noch irgendwas super Kompliziertes passieren. Das kann also schon sein. Es ist also nicht so, dass in regulären Sprachen alles Spannende immer nur in den ersten n Schritten passiert, aber dass in den ersten n Schritten mindestens ein so ein Muster auftauchen muss, falls das Wort länger ist als n, sodass wir das Wort weiter aufpumpen können. Und wenn wir charakterisieren wollen, wie eine reguläre Sprache wirklich aussieht, wenn wir eine hinreichende und notwendige Beschreibung der regulären Sprachen haben wollen, dann müssen wir uns genau mit diesem hinteren Teil da beschäftigen. Mit dieser Erweiterung des Wortes, die dann da hinten noch irgendwas anderes macht. Und wir müssen sicherstellen, dass da hinten nichts mehr Neues dazukommt, was irgendwie eine spannende Struktur erzeugt. Und genau das führt zu einem, sagen wir mal, stärkeren Theorem, das aber ein bisschen weniger leicht zu handhaben ist, welches tatsächlich eine äquivalente, also eine vollständige, eine hinreichende und notwendige Charakterisierung der regulären Sprachen ist. Ja, das Pumping-Lemma ist eine notwendige Eigenschaft von regulären Sprachen, deswegen können wir es nur benutzen, um zu zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist. Es gibt aber auch eine Beschreibung der regulären Sprachen, welche man benutzen kann, um eine gegebene Sprache zu analysieren und zu entscheiden, ob sie regulär ist oder nicht. Und dieses Theorem heißt das Theorem von Myhill-Narod. Zeigen Sie mal die Hand, wenn Sie das Wort schon mal gehört haben. Myhill-Narod? Niemand? Sehr gut. Dann machen wir das jetzt. Und um das machen zu können, brauchen wir eine Struktur in Worten, die genau das abbildet, was ich gerade eben oder was Sie da mit dieser Frage gerade aufgebracht haben. Das ist nämlich eine sogenannte unterscheidende Erweiterung eines Wortes. Die definieren wir jetzt hier einmal erstmal kurz. Und ich warne Sie schon mal vor, diese Definition benutzen wir dann auf so ein bisschen eine verdrehte Art und Weise, um das Theorem zu konstruieren. Also, sei L eine Sprache über einem Alphabet und wir haben zwei Worte aus dem Alphabet, aus der klinischen Hülle, nicht notwendigerweise aus der Sprache, sondern einfach nur aus der klinischen Hülle, XY. Dann nennt man das Wort Z eine unterscheidende Erweiterung, wenn es die Präfixe X und Y innerhalb und außerhalb der Sprache trennt. Ja, wenn es sie also unterscheidet. Also, wenn das Wort XZ in der Sprache ist, aber das Wort YZ nicht in der Sprache ist. Oder umgekehrt, wenn das Wort XZ nicht in der Sprache ist, aber das Wort YZ. Das heißt, diese Eigenschaft, eine unterscheidende Erweiterung zu sein, ist eine Eigenschaft eines Wortpaares, eines Wortes Z relativ zu einem Wortpaar XY. Insbesondere gibt es übrigens natürlich auch die unterscheidende Erweiterung des leeren Wortes. Wenn also das leere Wort eine unterscheidende Erweiterung ist von dem Wortpaar XY, dann bedeutet das, dass entweder X, X or Y in der Sprache ist. Falls Ihnen das weiterhilft. Und jetzt nutzen wir dieses Objekt unterscheidende Erweiterung. Frage? Die Frage ist, ob diese Erweiterung eindeutig ist. Nein, wir haben bislang nur einfach eine Eigenschaft von dem Wort Z definiert auf dem Paar XY, dass es diese Eigenschaft hat. Die ist nicht notwendigerweise eindeutig.
Wir bezeichnen jetzt und wir benutzen jetzt diese Eigenschaft, eine unterscheidende Erweiterung zu sein, um eine Relation zwischen zwei Worten x und y zu konstruieren, die sich als eine Äquivalenzrelation herausstellen wird. Und mit der werden wir dann arbeiten. Wir bezeichnen zwei Worte x und y als narrowed konkurrent und schreiben x ist konkurrent unter L zu y. Genau dann, wenn es keine unterscheidende Erweiterung für sie gibt. Das heißt, ja, zwei Worte x und y heißen kongruent, wenn für alle beliebigen Worte in der klinischen Hülle über Sigma gilt, dass xz in oder nicht in der Sprache impliziert, dass yz auch in oder nicht in der Sprache ist. Das heißt übrigens unter anderem auch, dass wenn x in der Sprache ist, dann ist y auch in der Sprache. So, und jetzt, bevor wir damit anfangen zu arbeiten mit dieser Relation, überzeugen wir uns zunächst mal, dass diese Relation eine Äquivalenzrelation ist. Hände hoch, wer weiß noch aus seiner oder ihrer Mathe-Vorlesung, ich weiß nicht welcher, was eine Äquivalenzrelation ist? Das sind richtig viele, aber nicht alle. Das ist vor allem so in der Mitte und da drüben ein bisschen. Da auf dieser Reihe war fast gar keine Hände. Vielleicht reicht meine Stimme nicht bis dahin. Also, eine Äquivalenzrelation ist eine Relation auf einer Menge, also eine binäre Operation auf Elementen einer Menge, welche die folgenden drei Eigenschaften hat, die hier stehen. Sie ist nämlich, hat nämlich die Eigenschaft, dass ein Element immer zu sich selbst die Relation hat, also immer alle x sind kongruent zu sich selbst. Und zunächst mal überzeugen wir uns, dass das natürlich offensichtlich ist. Das gilt trivialerweise, denn wenn wir hier einfach überall auf beiden Seiten das Gleiche schreiben, also alle y durch x ersetzen, dann stehen da triviale Aussagen. Ja? Zweitens hat sie die Eigenschaft, dass sie symmetrisch ist, dass also wenn x kongruent zu y, dann ist auch y kongruent zu x. Und diese Eigenschaft gilt, weil all die Aussagen, die hier stehen, auch selber symmetrisch sind. Also dieser Pfeil mit von links nach rechts und von rechts nach links, den kann man offensichtlich umdrehen, steht das Gleiche da. Und drittens hat sie diese transitive Eigenschaft, dass nämlich, wenn x und y miteinander kongruent sind und y mit z kongruent ist, dass dann auch x mit z kongruent ist. Vielleicht können Sie sich am besten einfach selber überzeugen, wenn Sie da einmal draufschauen, dass das gilt. Weil das eben Äquivalenzen sind, die hier stehen. So, das ist noch kein Theorem, das ist nur die Definition einer Operation, die wir benutzen können, um über Sprachen nachzudenken. Eine Frage. Ich weiß nicht, ob das eine Eigenschaft ist, die uns interessiert, aber wenn zwei Wörter kongruent sind, also bei der Definition, wir haben ja für alle z in der klinischen Hülle, ist xz in der Sprache, wenn y z in der Sprache ist, gilt es auch andersrum? Also wenn xz nicht in der Sprache ist also quasi die ja. Negation? Ja, also die Negation gilt auch. Das heißt, Sie könnten das Gleiche hier schreiben als nicht in. Ja, warum? Weil Mitglied zu sein einer Menge ist eine binäre Eigenschaft. Sie sind entweder Mitglied oder nicht Mitglied. Und deswegen ist, wenn Sie hier auf beiden Seiten das ist in durchstreichen, steht genau das Gleiche da. Gut, dass Sie gefragt haben, ist vielleicht so ein Punkt, wo man einmal kurz, das ist genau so eine Frage, wo man die vielleicht mehrere Leute im Raum brauchen, um mal kurz nochmal 10 Sekunden nachzudenken. Und dann können Sie wieder aufholen. So, was macht man eigentlich mit Äquivalenzrelationen? Ja, ich könnte die Frage stellen, aber leider steht da unten schon die Antwort auf der Slide, die habe ich blöderweise hingeschrieben. Der ganze Sinn von Äquivalenzrelationen ist in der Mathematik, dass sie eine Menge in Äquivalenzklassen aufteilt. Ja, Sie erinnern sich vielleicht aus Ihrer Mathe-Vorlesung, dass Äquivalenzrelationen diese Eigenschaft haben, dass sie, wenn sie eine Menge haben, dass die Relation die Menge in irgendwelche Teile aufteilt, die sich nicht überlappen miteinander. Und warum die sich nicht miteinander überlappen können, das liegt daran, das liegt an dieser transitiven Eigenschaft. Ja? Denn wenn es ein Z gäbe, das in der einen und der anderen Klasse wäre, dann wären notwendigerweise alle Elemente aus der einen Klasse auch in der anderen Klasse mit drin und dann gäbe es diese Trennung nicht.
Ja, das ist also eine tolle Eigenschaft von diesen Relationen, die auf den ersten Blick, so, das ist sowas, was man, deswegen muss man Mathevorlesungen hören, ne? Die ist am Anfang gar nicht so klar, dass so ein Ist-Gleich-Zeichen, dass das so eine Art geometrische Struktur oder algebraische Struktur auf einem Raum konstruiert. Nämlich genau so. Und diese Tatsache, dass kongruent zu sein, ehrlich gesagt sogar die ganze klinische Hülle in Äquivalenzklassen aufteilt, die werden wir jetzt benutzen, um ein Theorem hinzuschreiben. Und dieses Theorem ist sehr einfach hinzuschreiben, aber man muss ein bisschen darüber nachdenken, was es eigentlich sagt. Das Theorem von Michael Neroth sagt, eine Sprache ist genau dann regulär, wenn sie durch diese Neroth-Kongruenz in endlich viele Äquivalenzklassen aufgeteilt wird. Kurz mal, so, wie verarbeiten wir das jetzt mental? Also die Aussage ist, also Sprachen sind Teilmengen der klinischen Hülle, das heißt, sie sind Teilmengen von was Unendlichem. Sprachen können durchaus unendlich groß sein. Aber dieses Theorem sagt, wenn man durch diese etwas seltsame Kongruenzrelation, die wir da gleich nochmal anschauen müssen, diese Sprache durch diese Kongruenzrelation in endlich viele Äquivalenzklassen aufteilen kann, dann ist sie regulär. Das heißt, dann gibt es einen endlichen Automaten dafür, ein DFA und so weiter und so weiter. Und um das jetzt zu beweisen, müssen wir, weil es jetzt tatsächlich eine vollständige Charakterisierung ist, also eine notwendige und hinreichende Eigenschaft, müssen wir den Beweis in beide Richtungen führen. Wir müssen erst einmal zeigen, wenn die Sprache regulär ist, dann hat sie endlich viele Äquivalenzklassen. Und dann müssen wir einmal zeigen, wenn sie endlich viele Äquivalenzklassen hat, dann ist sie regulär. Also machen wir erst den ersten Teil, der Beweis steht schon da. Ich mache jetzt gar nicht die Idee oder so, sondern wir führen einfach durch. Also, wir wollen zeigen, dass, wenn eine Sprache regulär ist, sie dann endlich viele Äquivalenzklassen unter dieser Äquivalenzrelation hat. Und das machen wir in mehreren Schritten. Ich habe jetzt versucht, weil Sie mir Feedback gegeben haben letzte Woche, dass die Beweise zu viel Text hatten, die Beweise mehr aufzustrukturieren in so Sequenzen an Ideen. Erster Sprung ist, wenn die Sprache regulär ist, dann was heißt das erstmal per Definition? Ja, das heißt, dass es einen deterministischen endlichen Automaten gibt, wir nennen ihn M, das ist so ein Fünftupel aus Zuständen, Alphabet, Übergangsfunktion, Startzustand, Endzustände, welcher diese Sprache erkennt, sodass die Sprache dieses Automaten gleich genau unsere Sprache ist. So, und jetzt definieren wir uns eine neue Äquivalenzrelation. Die heißt nicht tilde L, sondern tilde M. Die hat was mit dem Automaten zu tun. Und über die werden wir dann gleich nachdenken, aber wir definieren sie erstmal. Es ist nämlich die Aussage, dass zwei Worte x und y kongruent sind unter diesem Automaten m, nennen wir sie mal m-kongruent, genau dann, wenn der Automat auf ihnen aus seinem Startzustand in den gleichen Zustand übergeht. Ich habe bewusst nicht Endzustand gesagt, sondern einfach nur übergeht in den gleichen Zustand. Dass also die erweiterte Übergangsfunktion dieses Automaten x und y auf den gleichen Zustand abbildet. Diese Relation ist übrigens automatisch eine Äquivalenzrelation, weil hier ein Gleichheitszeichen steht in der Mitte. Und Gleichheit, ne, dass dieses Symbol mit den zwei Strichen, ist die Standard-Äquivalenzrelation. Also offensichtlich, x ist gleich x, wenn x gleich y, dann ist y gleich x, und wenn x gleich y gleich z, dann ist x gleich z. Ne? Deswegen offensichtlich eine Äquivalenzrelation. So, und jetzt zeigen wir zunächst mal, wir wollen zeigen, dass, wenn sie regulär ist, dass sie dann endlich viele Äquivalenzklassen unter dieser anderen Relation hat. Und das werden wir jetzt tun, indem wir zeigen, dass diese neue Äquivalenzrelation, dass die alte impliziert. Das zeigen wir gleich. Also wir sagen, wenn zwei Worte x und y unter der m-Relation kongruent sind, dann sind sie auch unter der L-Relation kongruent. Und das bedeutet, ich greife schon mal vor, dass diese Aufteilung der Menge durch die M-Kongruation, die M-Relation, erstens die gleichen Trennlinien hat, mindestens die gleichen Trennlinien hat wie die L-Relation, und dass sie mindestens so fein ist, also mindestens so viele Klassen hat.
Und das bedeutet notwendigerweise, wenn wir jetzt zeigen können, dass diese M-Relation endlich viele Äquivalenzklassen hat, dass dann notwendigerweise die L-Relation auch endlich viele Äquivalenzklassen hat. Und das wollen wir ja zeigen. Also machen wir erstmal diese etwas stärkere Aussage. Wir zeigen, dass wenn zwei Worte X und Y unter M kongruent sind, dann sind sie auch unter L kongruent. So, zeigen wir das. Also, angenommen, wir haben zwei solche Worte, X und Y, welche M kongruent sind. Das bedeutet nach unserer Definition, dass sie diese Eigenschaft haben, dass also der Automat auf ihnen in den gleichen Zustand übergeht. Dann können wir zeigen für beliebige Erweiterungen aus der klinischen Hülle Folgendes. Angenommen, XZ ist in der Sprache. Sorry, wenn XZ in der Sprache ist, dann ist äquivalent dazu, also ist per Definition, geht der Automat auf dem Wort XZ aus dem Startzustand über in einen akzeptierenden Zustand. Das ist einfach die Definition von der Tatsache, dass ein Wort in der Sprache ist. Dann können wir die Definition der erweiterten Übergangsfunktion benutzen, dass sie diese rekursive Struktur hat, und können X und Z auseinandernehmen, ja, und sagen, das besteht aus zwei Schritten, nämlich der Automat fängt in Q0 an, verarbeitet dann X, geht auf irgendeinen Zustand über, und danach verarbeitet er Z als nächstes. Und diese Sequenz, dieses Aneinanderhängen von diesen beiden Schritten, das führt in einen akzeptierenden Zustand. Jetzt benutzen wir unsere Annahme, dass X unter M kongruent zu Y ist. Die bedeutet nach Definition, dass wir in diesem inneren Teil das X durch ein Y ersetzen dürfen. Dass also der Automat bei dem Verarbeiten von X und Y auf dem gleichen Zustand endet. Dass er also am Anfang das Gleiche macht. Und dann benutzen wir wieder rückwärts die Definition der erweiterten Übergangsfunktion und kleben die beiden Dinger wieder zusammen, Y und Z. Und sehen jetzt also, dass deswegen YZ in einen akzeptierten Zustand übergeht, also in der Sprache ist. Das heißt, wenn XZ in der Sprache ist, dann ist auch YZ in der Sprache. Und wir können die ganze Sache auch rückwärts lesen, wenn YZ in der Sprache ist, dann ist auch XZ in der Sprache. Also sind die beiden Worte unter L kongruent zueinander, unter der Narrow-Relation. Das heißt, eine Sekunde, wir haben gezeigt, diese Maschinenrelation impliziert die Narrow-Relation. Auf den ersten Punkt, den da. Also, was haben wir hier definiert? Wir haben gesagt, wir nennen zwei Worte zueinander kongruent, wenn der Automat auf ihn beim Verarbeiten im gleichen Zustand endet. Also Sie können das übrigens, also eine andere Art, diesen Beweis zu erklären, wäre auch sehr viel mechanischer über die Maschine nachzudenken. So ein bisschen mehr so, wie wir das bei Kleins Algorithmus gemacht haben. Ja, darüber zu reden, dass es Pfade gibt durch den Automaten. Und dann hätten wir sagen können, zwei Worte sind kongruent unter M, wenn vom Startzustand bei Verarbeiten von X und Y der Pfad durch den Automaten auf dem gleichen Zustand endet. Das ist vielleicht ein visuelles Bild, das irgendwie mehr hilft. So, und jetzt haben wir also gesehen, wenn zwei Worte unter dieser Maschine kongruent sind, das heißt, dass diese Maschine, welche die Sprache erkennt, also es ist quasi eine Art von Implementierung des Problems, wenn unser Programm, unser endlicher Automat für dieses Problem, wenn der beim Verarbeiten der Worte nach dem Verarbeiten auf dem gleichen Zustand endet, dann sind diese beiden Worte X und Y auch unter dieser anderen Relation, dieser Narrowed-Relation kongruent. Und übrigens, wenn Sie sich fragen, was vielleicht ein Problem, das Sie gerade im Kopf haben könnten, beim ersten Mal, dass Sie diese Relation hören, ist, dass dieses Wort Narrowed-Relation für Sie so in der Luft schwebt und nicht verankert ist zu irgendeiner Idee. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn ich Ihnen verrate, dass Sie haben gesehen, dass wir aus einem Automaten so eine Relation bauen können. Diese Narrowed-Relation, die gehört auch zu einem Automaten. Da wird es nachher noch einen anderen Automaten geben, der irgendwie was mit dieser Narrowed-Relation zu tun hat, und der ist besonders schlau. Das ist nämlich, wenn Sie so wollen, die effizienteste Implementierung des Problems. Die kürzeste. Dazu werden wir gleich kommen. So, wenn wir jetzt also gezeigt haben, dass wir diese Relation gebaut haben, welche die andere impliziert, dann heißt es, ich male es nochmal mit einer Farbe, also wenn die weiße ist unser Automat, ja, diese Linien hier, die gehören zu M, die ganze Blase ist unsere Sprache, die weißen Linien gehören zu M, und was wir jetzt gesehen haben, ist, dass diese Narrowed-Relation
die hat höchstens die gleichen Linien ja? Das heißt, wenn man in der, das Gelbe ist die, ist diese Relation und das Weiße ist die M-Relation. Das ist das, was der Beweis gerade gezeigt hat. Ja? Das bedeutet, die Aufteilung der Sprache in Äquivalenzklassen durch L ist eine gröbere, eine höchstens gröbere Aufteilung als die durch den Automaten M. So, und jetzt können wir fragen, wie viele Äquivalenzklassen könnte denn dieser Automat haben? Naja, diese Äquivalenz ist ja definiert darüber, auf welchen Zustand der Automat übergeht unter Verarbeitung des Wortes X oder Y. Ja, wie viele verschiedene Zustände kann er denn höchstens übergehen? Naja, halt so viele, wie er hat, also höchstens N. Ja? Und das heißt, dass es höchstens endlich viele Äquivalenzklassen gibt unter diesem Automaten. Und deswegen gibt es notwendigerweise auch höchstens endlich viele Äquivalenzrelationen unter dieser Narrowed-Relation. Weil es ja maximal so viele gibt wie unter der M-Relation. Macht das Sinn? Oh. Ja, ein paar heftige Nicker und ein paar sind so, okay, da gab es eine Frage, vielleicht nutzen wir die mal. Ah, das wollen wir aber, okay, gut. Also, was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben festgestellt, dass wir einen Automaten benutzen können, um eine Äquivalenzrelation zu bauen. Ja, dass wir also eine Sprache aufteilen können in Klassen. Es macht auch irgendwie, vielleicht hilft es wirklich, über den Automaten nachzudenken. Was diese Relation macht, ist, sie spricht darüber, auf welche Zustände der Automat übergehen kann beim Verarbeiten eines Wortes. Und da er nur endlich viele Zustände hat, kann es zwar sein, dass zwei Worte verschiedene Pfade nehmen, also zwei Worte, die auf dem gleichen Zustand enden bei Verarbeitung, könnten vielleicht verschiedene Pfade nehmen dorthin. Der eine geht so und der andere geht so. Aber wenn sie auf dem gleichen Zustand enden, dann ist im Prinzip zu diesem Zeitpunkt egal, was davor passiert ist. Und jetzt geht es nur noch darum, was danach kommt. Ja? Das heißt, wir könnten den unteren Pfad und den oberen Pfad gegeneinander austauschen und es käme als Ergebnis das Gleiche raus, solange danach das gleiche Z verarbeitet wird. Macht das Sinn? Bisschen mehr? Okay, da gibt es ein paar mehr Nicker. Jetzt, und wir haben also gesehen, diese Relation können wir für einen Automaten, für einen konkreten Automaten bauen. Jetzt haben wir diese andere Relation, die ist bislang so ein bisschen abstrakt in der Gegend rumgeflogen, die wird natürlich auch was mit dem Automaten zu tun haben. Und wir wissen jetzt, dass die hier eine feinere Einteilung der Sprache macht als diese. Also eine feinere oder höchstens so feine wie diese, höchstens so grobe wie diese. Und da diese aber endlich viele Äquivalenzklassen hat, muss diese auch endlich viele Äquivalenzklassen haben. Und das Theorem sagt, wenn eine Sprache endlich viele Äquivalenzklassen unter dieser Relation hat, dann ist sie regulär. Und wenn sie regulär ist, dann hat sie endlich viele Äquivalenzklassen. Wir haben jetzt gerade den Hinweg gezeigt, wenn regulär, dann endlich viele Äquivalenzklassen. Jetzt machen wir es andersrum. Ja? Also, angenommen, eine Sprache hat einen endlichen Index unter dieser speziellen Narrowed-Relation, die was mit unterscheidenden Erweiterungen zu tun hat, dann gibt es, jetzt wollen wir zeigen, dass sie dann regulär ist. So, wenn sie endlich viele Äquivalenzklassen hat, dann heißt es ja, dass die klinische Hülle aufgeteilt wird in endlich viele solche Klassen, das ist einfach nur per Definition, endlich viele solche Klassen. Insbesondere könnte eine davon die Klasse sein, der Worte, die einfach nicht in L sind. Und diese Notation mit den eckigen Klammern ist einfach eine Notation für Äquivalenzklassen. Also wir können alle diese Äquivalenzklassen, also hier drin, dieser Raum besteht aus, wir können insbesondere das auch für die ganze klinische Hülle machen, nicht nur für die Sprache, ja. Und dann kann man so eine Aufteilung in Äquivalenzklassen kann man natürlich zum Beispiel identifizieren, indem man immer ein Element aus jeder Klasse nimmt und das einfach als Namen benutzt für die Klassen. Das ist das, was ich hier gemacht habe. Ja, also wenn diese Relation endlich viele
Äquivalenzklassen hat, dann kann ich die hinschreiben und kann ihnen Namen geben, die irgendwas mit jeweils einem Wort aus dieser Klasse zu tun haben. Hierbei ist, ne, das die Äquivalenzklasse des Wortes XI unter dieser Nerode-Relation. Und jetzt benutzen wir diese Äquivalenzklassen, um tatsächlich den Automaten zu bauen, der diese Relation hat. Und was heißt, diesen Automaten zu bauen? Ja, das heißt, dass wir dieses Fünftupel hinschreiben. Wir schreiben einen endlichen Automaten hin, ein Fünftupel Q, Sigma, Delta, Q0 und F und zeigen, dass das ein endlicher Automat ist. Also Sigma lassen wir einfach so, wie es ist. Das Sigma haben wir ja schon, wir müssen erstmal Q definieren. Als die Menge der Zustände des Automaten nehmen wir genau Äquivalenzklassen. Und warum ist das erlaubt? Naja, Q ist ja einfach nur eine endliche Menge. Offensichtlich gibt es endlich viele von denen, denn wir haben ja angenommen, dass es endlich viele Äquivalenzklassen gibt. Okay, einfach, ist eine endliche Menge, mehr braucht man nicht. Dann brauchen wir einen Startzustand und eine Menge an Endzuständen. Die definieren wir folgendermaßen. Wir sagen, der Startzustand ist die Äquivalenzklasse des leeren Wortes. Das ist offensichtlich eine Äquivalenzklasse, denn das leere Wort ist irgendwo da drin. Und weil Äquivalenzklassen den Raum klar aufteilen, in nicht überlappende Klassen, liegt das Epsilon in genau einer solchen Äquivalenzklasse. Deswegen ist das hier eine saubere Zuweisung an einen Zustand. Die Endzustände, dafür nehmen wir die Menge aller Äquivalenzklassen von Worten, die in der Sprache sind. Ja, also wenn Sie jetzt, ich könnte hier noch außenrum, vielleicht soll ich das mal machen, noch ein Sigma-Stern außenrum malen. Das ganze Ding soll jetzt Sigma-Stern sein. Dann teilt dieser Automat dieses Sigma-Stern in noch mehr Äquivalenzklassen auf, wenn Sie wollen. Das sind quasi verschiedene Arten und Weisen, wie der Automat nicht akzeptieren kann. Verschiedene Pfade, die zu verschiedenen Sackgassen führen im Zustandsraum, wenn Sie so wollen. Und hier unten, hier drin gibt es ein paar Äquivalenzklassen von Worten, die in der Sprache drin sind. Genau die nehmen wir als die akzeptierenden Zustände des Automaten. Ist auch offensichtlich eine endliche Menge, also erlaubt. Und sie ist eine Teilmenge von Q, auch erlaubt. Ja, also damit sind wir, haben wir genau die Eigenschaften definiert, die wir brauchen von einem endlichen Automaten. Und jetzt brauchen wir nur noch diese Übergangsfunktion. Und diese Übergangsfunktion definieren wir genau so, nämlich die Übergangsfunktion ist ja eine Abbildung von einem Paar aus Zustand und Buchstabe auf einen neuen Zustand. Also schreiben wir sie hin. Was sind Zustände? Zustände sind Äquivalenzklassen. Und ein Buchstabe wird abgebildet auf die Äquivalenzklasse des Wortes, das aus XA, also durch der Konkatenation von X und A entsteht. Dieses Objekt ist offensichtlich in der Zustandsmenge. Auch wenn wir sie vielleicht noch nicht, also nicht explizit hinschreiben können, wir wissen, dass diese Menge endlich ist und dass das hier ein Teil von dieser Menge ist. Also, fertig. So, und jetzt können wir zeigen, dieser Automat, den können wir zwar so, wie ich ihn jetzt hier definiert habe, ist es schwer, einen gegebenen DFA zu nehmen und daraus genau diesen Automaten zu bauen, erstmal, aber es ist klar, dass es eine ordentliche Definition eines endlichen Automaten ist. Das hat nämlich ein endliches Q, eine wohldefinierte Übergangsfunktion, einen einzelnen Startzustand und eine Menge an akzeptierten Zuständen, die eine Teilmenge von Q ist. Dann gilt nach der Definition der Übergangsfunktion, dass die erweiterte Übergangsfunktion auf einem Wort X, dass die für den Übergang vom Startzustand bei Verarbeiten des Wortes X genau das hier ist. Ja, also der Startzustand ist die Äquivalenzklasse des leeren Wortes, dann verarbeiten wir X und wir enden genau in dem Zustand, auf den der Automat übergeht. Und dann können wir sehen, dass dieser Automat genau die Sprache L erkennt. Warum? Weil, wenn X in der Sprache dieses Automaten ist, also wenn X ein Wort aus der Sprache dieses Automaten ist, dann heißt es ja nach Definition der erweiterten Übergangsfunktion, dass der Automat auf diesem Wort aus dem Startzustand übergeht in einen akzeptierenden Zustand. Der Startzustand ist die Äquivalenzklasse des leeren Wortes und dieses Ding soll in F sein. Das heißt, dass nach Definition der erweiterten Übergangsfunktion ist das hier gleich die Äquivalenzklasse von X, die Äquivalenzklasse von X in F liegt und das ist nach Definition
der Menge der akzeptierten Zustände genau die Menge aller Worte, die in der Sprache sind. So, und jetzt wissen wir also, dass wenn die Sprache endlich viele Äquivalenzklassen unter dieser speziellen Relation hat, dann können wir daraus, weil sie endlich viele Klassen hat, einen endlichen Automaten bauen, der genau diese Sprache erkennt. Das heißt, die Sprache ist regulär. Und damit haben wir gezeigt, wenn die Sprache regulär ist, hat sie endlich viele Äquivalenzklassen. Wenn sie endlich viele Äquivalenzklassen hat, dann ist sie regulär. Und wir haben sogar noch was anderes gezeigt. Wir haben nämlich explizit gezeigt, dass es dann einen endlichen Automaten gibt, der nicht nur existiert, sondern der hat auch genau so viele Äquivalenzklassen. Und wir wissen aus dem anderen Teil des Beweises, dass diese Zahl an Äquivalenzklassen kleiner gleich der Menge an Zuständen aller anderen endlichen Automaten ist, welche diese Sprache erkennt. Das heißt, sie ist die kleinste mögliche Implementierung dieser Sprache. Und dieser Automat heißt deswegen auch der Minimalautomat. Korollar, wenn eine Sprache regulär ist, dann ist der Automat, den wir gerade eben konstruiert haben, der mit den Äquivalenzklassen als Zuständen, das ist genau der Automat mit der kleinsten Anzahl an Zuständen, welche die Sprache L erkennt. Gibt es nur einen so einen Automaten? Nee, ich könnte natürlich die Zustände alle umbenennen oder irgendwie auf dem Bildchen rotieren, ja? Aber solange die Pfeile in die gleiche Richtung zeigen, kriege ich im Endeffekt immer was raus, was mehr oder weniger der gleiche Automat ist. Also dieser Automat ist eindeutig bestimmt bis auf Isomorphie, also quasi Umbenennen der Zustände. Okay, den Beweis dazu habe ich gerade eben gemacht. Ja? Wir haben nämlich gerade eben gesehen, dass jeder andere Automat mindestens so viele Zustände hat wie dieser Automat und dass sie die gleiche Sprache haben. Also ist das der kleinste. Brauche ich gar nicht mehr machen. So, jetzt ist das allerdings ja kein sonderlich konstruktiver Beweis. Ja? Ich habe ja nicht gesagt, wie ich diese Äquivalenzklassen finde. Nur gesagt, wenn ich die habe, dann kann ich den Automaten bauen. Deswegen könnten Sie sich jetzt fragen, ob man diesen Automaten auch bauen kann. Und tatsächlich, man kann ihn effizient bauen. Und wie Sie das tun, darüber werden Sie in der Präsenzübung nächste Woche sprechen mit Ihren TutorInnen. Dazu gibt es tatsächlich einen Automaten und Sie sehen hier schon, wenn Sie mal vorlunsen wollen, können Sie in leicht grau hier schon mal vorlesen, wie der eigentlich funktioniert. Werde ich aber jetzt nicht mehr mit Ihnen machen, sondern einfach nur sagen, das geht. Ja, und die Idee ist, Sie müssen sich halt diese Äquivalenzklassen selber bauen. Erinnern Sie sich, was heißt Äquivalent? Äquivalent heißt, dass der Automat auf der Verarbeitung eines Wortes im gleichen Zustand endet. Das heißt, wir müssen quasi alle möglichen Sequenzen von Pfaden finden, die jeweils zwei Zustände miteinander verbinden. Und dann sind die Worte, die entlang diesen Sequenzen von Pfaden, entlang diesem Pfaden stehen, die definieren genau die Äquivalenzklasse. Und dazu können Sie sich vielleicht einen Algorithmus überlegen, wie Sie den effizient bauen. Stellt sich raus, dass man den quadratisch teuer bauen kann in der Größe der Zustandsräume. Ein bisschen überraschend, weil man könnte denken, man muss über alle Paare von Zuständen jeweils dann alle anderen Zustände betrachten. Das wären dann kubisch viele. Interessanterweise geht es quadratisch schnell. So, und damit sind wir, ich habe noch 10 Minuten, am Ende des Abschnitts der Vorlesung, der sich mit den endlichen Automaten beschäftigt. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, mein Gott, geht es jetzt das ganze Semester über nur so endlich weiter? Nein, ab Donnerstag schauen wir uns eine allgemeinere Klasse an Sprachen an. Ich möchte aber jetzt am Ende einmal zusammenfassen, was wir über die endlichen Automaten in ihre zugehörigen Sprachen gelernt haben. Kurze Erinnerung, die regulären Sprachen, haben wir gelernt, sind die Sprachen, welche von den endlichen Automaten erkannt werden. Und diese Menge lässt sich auch beschreiben durch die Menge der regulären Ausdrücke. Und bei den endlichen Automaten haben wir gelernt, dass deterministisch und nicht deterministisch keinen Unterschied macht. Die Menge der Sprachen, für die es nicht deterministische endliche Automaten gibt, ist nicht größer als die Menge der Sprachen, für die es endliche Automaten gibt. Wir haben auch gelernt, dass diese Menge abgeschlossen ist unter Vereinigung, Schnitt, Differenz, Konkatenation, Hüllenbildung, klinische Hüllenbildung. Also dass sie ganz, ganz viele algebraische Strukturen hat, die wir auch hier verwenden können. Wir haben im Zuge dessen
indirekt auch einiges darüber gelernt, welche Eigenschaften endliche Automaten haben und wie man sie erkennen kann. Und die möchte ich jetzt am Ende noch einmal kurz hier aufschreiben und dabei Vorwarnung, werde ich ein paar Worte benutzen, die Sie zwar intuitiv wahrscheinlich schon verstehen, die aber noch nicht so richtig sauber definiert sind. Macht aber nichts, Sie haben ja schon eine Algorithmenvorlesung gehört, da kann ich Ihnen ein paar Worte sagen, die Sie natürlich irgendwie verstehen. Die Art von Fragen, die man in der sogenannten Berechenbarkeitstheorie dann typischerweise stellt an solche Maschinen, sind solche, nennt man auch solche Probleme, und dann fragt man oft, ob man solche Probleme beantworten kann. Also quasi Aufgaben über Automaten, so eine Art Metafrage. Ja? Wenn ich Ihnen einen Automaten gebe, M, und sage, das ist ein endlicher Automat, dann hat er eine Sprache, dann kann ich Fragen über diese Sprache stellen. Ich kann zum Beispiel fragen, ist ein bestimmtes Wort aus der klinischen Hülle in dieser Sprache? Das ist das sogenannte Wortproblem. Und die Frage ist dann, können Sie entscheiden, ob wenn ich ihm ein X gebe und einen Automaten M, ob X in der Sprache von M ist? Ich hätte das jetzt ein bisschen irgendwie so auch mit Reveal machen können, aber naja. Offensichtlich können Sie diese Frage beantworten, denn Sie können den Automaten ja nehmen und ihn einfach das Wort verarbeiten lassen. Sie geben ihm das X, das Ding läuft durch seine Zustände durch, macht seine Übergänge, das Wort ist endlich lang, also nach endlich viel Zeit, kommt an irgendeinen Zustand raus, Sie schauen, ist der Zustand, hat er zwei Kringel drum oder ein, ist er akzeptierend oder nicht, wenn er akzeptierend ist, ist das Wort drin, wenn nicht, nicht akzeptiert, fertig. Ja? Man sagt auch, dieses Problem ist in linearer Zeit entscheidbar, linear in der Länge des Wortes, denn ich kann einfach das Wort abarbeiten, fertig. Eine andere Frage, die Sie sich stellen können über so einen Automaten, ist, wenn ich Ihnen einen Automaten gebe, kann man fragen, ob der überhaupt irgendwas akzeptiert. Ob er also eine leere Sprache hat oder eine nicht leere Sprache hat. Und auch dieses Problem kann man entscheiden. Man kann nämlich sich den Zustandsdiagramm des Automaten anschauen oder die Übergangsfunktion und fragen, ob es einen Pfad von Q0, vom Startzustand, in irgendeinen der akzeptierenden Zustände gibt. Und wahrscheinlich, nachdem Sie Algorithmen gehört haben und wissen, dass es so Shortest-Path-Algorithmen gibt und dass der Übergangsfunktion so ein Graph ist, können Sie sich überlegen, dass das irgendwie geht. Ja, da gibt es irgendeinen Algorithmus, der also diesen Graphen nimmt und dann entscheidet, ob es von Q0 in die Menge F irgendeinen Pfad gibt. Wenn es so einen Pfad gibt, dann kann ich den Pfad zurückgeben, auf diesem Pfad stehen Buchstaben und dann weiß ich, ob da, dann kann ich sagen, dieses Wort ist offensichtlich in der Sprache drin, also ist die Sprache nicht leer. Man kann auch andersrum fragen, ist diese Sprache endlich groß oder ist sie unendlich groß? Das ist das sogenannte Endlichkeitsproblem. Auch diese Frage ist offensichtlich entscheidbar. Sie können sich einen Algorithmus überlegen, der ist jetzt ein bisschen komplizierter, den haben wir heute quasi erst kennengelernt, der testet, ob die Sprache endlich ist. Und der funktioniert folgendermaßen. Wir benutzen das Pumping-Lemma, um mal zu schauen, ob wir es direkt verstanden haben. Da der Automat endlich ist, gilt das Pumping-Lemma. Das Pumping-Lemma ist eine notwendige Eigenschaft von endlichen Automaten. Das heißt, es gibt eine Zahl n, nämlich insbesondere die Zahl der Zustände des Automaten, so dass alle Worte, die größer sind als n, länger sind als n, irgendwo eine gepumpte Sequenz drin haben. Das heißt, wir können uns ein Wort wählen aus der klinischen Hülle, aus der Sprache, welches länger ist als n, also länger als die Anzahl der Zustände des Automaten. Wenn wir so ein Wort finden, dann wissen wir, dass dieses Wort eine Pumpsequenz enthält und nach dem Pumping-Lemma können wir dieses Wort dann beliebig weiter aufpumpen und sind immer wieder drin in der Sprache. Also ist die Sprache insbesondere unendlich groß. Und das einzige Problem ist, dass wir dieses Wort finden müssen. Und dazu könnten wir uns eine lange Liste machen aller Wörter von Länge n bis 2n. Denn wenn das Pumping-Lemma sagt, dass die Pumpsequenz in den ersten n Schritten stattfindet, muss in allen Worten von Länge n bis 2n dann die Pumpsequenz noch ein zweites Mal auftauchen. Ja? Das heißt, durch die können wir durchgehen und wenn wir da ein einziges Wort drin finden, dann wissen wir, dass der Automat eine unendlich große Sprache hat.
Und wie finden wir, dass das Wort in der Sprache ist? Naja, das ist wieder das Wortproblem. Wir gehen die einfach alle durch, schieben sie immer jeweils in unseren Automaten rein, gucken, ob er irgendeins akzeptiert. Und wenn er eins akzeptiert, dann sagen wir, okay, dann ist die Sprache unendlich groß. Ein anderes Problem, eine andere Frage, die Sie stellen können, ist, wenn ich Ihnen zwei Automaten gebe, sind deren Sprachen disjunkt voneinander? Also ist deren Schnitt leer? Auch dieses Problem kann man explizit entscheiden. Was heißt entscheiden? Wir haben in der Vorlesung 2 gelernt, dass man, wenn man zwei Automaten hat, zwei ähnliche Automaten, dass man den Automaten, welcher ihren Schnitt erkennt, explizit bauen kann. Sie erinnern sich an den Produktautomaten mit der besonderen Art von akzeptierender Menge, von akzeptierten Zuständen, die genau aus dem Schnitt der beiden akzeptierenden Zustandsmengen besteht. Den kann man bauen. Und dann kann man wieder hier hochgehen und sagen, wir können ja entscheiden, ob ein Automat eigentlich eine leere Sprache hat oder nicht. Wenn diese Sprache leer ist, dann wissen wir, dass es der Schnitt dieser beiden Sprachen leer ist. Das Gleiche geht natürlich auch mit Vereinigung übrigens. So, und wir können auch zu Schluss noch fragen, ob zwei Automaten, wenn ich Ihnen zwei endliche Automaten gebe, also zwei Programme, das ist eine tolle Frage eigentlich an so die Informatikerinnen und Informatiker, wenn ich Ihnen zwei Computerprogramme gebe, welche endliche Automaten entsprechen, also reguläre Ausdrücke sind, sind die eigentlich gleich? Das ist vielleicht so ein Problem, das Ihre Tutorinnen haben. Sie haben, Hausaufgabe war, schreiben Sie regulären Ausdruck hin, der folgende Sprache erkennt. Auf der Musterlösung steht ein anderer regulärer Ausdruck. Sind die gleich oder nicht? Schrecklich. Stellt sich heraus, da gibt es Webseiten, mit denen Sie die Dinger vergleichen können. Das heißt, es gibt offensichtlich Computerprogramme, die das können, ob zwei reguläre Ausdrücke genau identisch sind. Ja, die machen nämlich genau das. Die bauen den Minimalautomaten, den man mit Michael Neroad bauen kann. Und dann hat man zwei Minimalautomaten, da muss man nur noch gucken, ob die Zustandsmengen dieser beiden Minimalautomaten, ob die isomorph zueinander sind. Also ob es eine Permutation der Namen der Zustände gibt, so dass die beiden Automaten genau identisch sind zueinander. Und Sie können sich vorstellen, dass man, wie teuer auch immer, dieses Problem natürlich lösen kann in endlicher Zeit. So, und wenn ich sage, lösen kann in endlicher Zeit, dann habe ich noch nicht verraten, womit. Ich habe noch nicht gesagt, das kann man mit dem endlichen Automaten machen. Aber irgendwie ist es klar, dass man all diese Probleme lösen kann, dass man diese Fragen alle beantworten kann. Fragen über Automaten direkt beantworten kann. Und es wird sich herausstellen, dass leider das das letzte Mal ist in der Vorlesung, dass wir über eine Klasse an Automaten alle diese Probleme beantworten können. Und die wir uns jetzt als nächstes anschauen werden, die werden diese Eigenschaften nicht mehr haben, dass es klare Antworten auf die Eigenschaften von diesen Automaten gibt. Das spare ich mir, darüber reden wir nächste Woche. Zusammenfassung, haben heute das Pumping-Lemma kennengelernt, ein vergleichsweise konkretes Lemma, das man benutzen kann, um zu zeigen, dass eine Sprache nicht regulär ist. Wir haben danach das Michael-Neroad-Theorem in der zweiten Hälfte kennengelernt, das man benutzen kann, um explizit zu testen, ob eine Sprache, gegebene Sprache, regulär oder nicht regulär ist und klar zu entscheiden. Und wir haben auch ein Beispiel gesehen von einer Sprache, nämlich dieser 0,1 gleiche Anzahl Sprache, dieser so viel Klammern auf, wie Klammer zu Sprache, die wir mit den DFAs nicht entscheiden können. Das heißt, wir müssen uns ab Donnerstag beschäftigen mit einer größeren Klasse an Automaten, die irgendeine Art von Speicher haben. Und das machen wir ab Donnerstag. Dankeschön.